Herr Dün von der FDP-Fraktion. Ja, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, schade, dass wir überhaupt über solche Energiefragen reden müssen, wenn wir früher entschieden hätten, und zwar mutig, dass wir die Kernkraftwerke weiter hätten laufen lassen können und viele andere Dinge hätten wir alles machen können. Naja, bin stolz. Es ist mal wieder ein typisches Mimimi der Staatsregierung. Es tut mir leid. Ihr habt seit Juni 2022 ein Drittel aller eurer DAs betreffen die Landesregierung und zwei Drittel betreffen die Bundesregierung. Ich meine, ist ja klar, dass ihr nicht zufrieden seid. Fakt ist, dass die Ampel die Bürger bisher mit Milliardensummen in der Energiekrise helfen möchte. Der Bund hat 20 Millionen Haushalte mit 4,3 Milliarden entlastet. Zugegeben, die nötigen Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern liegen noch nicht auf dem Tisch. Das ist ärgerlich für die betroffenen Privatleute, die im letzten Jahr für die Beschaffung von Pellets, Heizöl und Hackschnitzel tief in die Tasche greifen mussten. Eine Verwaltungsvereinbarung haben wir zumindest als Info, dass das Bundeswirtschaftsministerium mit Hochdruck an der Umsetzung der Vereinbarung arbeitet. Was genauso lange dauert, das können wir auch nicht sagen. Das wissen die Kollegen von den Grünen vielleicht besser. Anscheinend sind Detailfragen noch zu klären. Man könnte auch vermuten, dass die Regierung der Länder und des Bundes natürlich nicht besonders gut zusammenarbeiten, weil gewisse Animositäten natürlich verständlich sind und das Problem ist. Dass die Ampel handeln könnte und kann, das sieht man an den KMU-Hilfen für Pellets und Ölheizung. Das ist, wie gesagt, bereits beschlossen. Fest steht, unser Bundesfinanzminister, der ja zufälligerweise zu uns zur FDP gehört, hat mit 1,8 Milliarden Euro diesen Härtefallfonds, um den es geht, erfüllt. Für die Ausarbeitung ist leider das Bundeswirtschaftsministerium und dessen Minister zuständig. Wenn Habeck sich aber lieber von Kindern die Backen anstreichen lässt oder im Tagesthemen rumheult, wie ungemein unfair alle zu ihm sind, dann kommen wir gemeinsam auch nicht weiter. Wir versichern den bayerischen Bürgern, dass wir an dem Thema dranbleiben und auf alle Fälle sie bald ihre Härtefallhilfen bekommen. Danke.